Am Strand in Marbella, Urlaub mit Jordan, Bilal, Vlog 70. Ist der schlimm? Nee, der ist normal. Und Leute, checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Da seid ihr auch immer up to date, was ich mache. Nice Intro. Sonst irgendwas. Alles Mögliche, lasst Liebe da auf Instagram. Wichtig und richtig. In dem Sinne, willkommen zum neuen Vlog. Heute machen wir einen ruhigen, wir gehen an den Strand. Immer wenn Sidney aufsteht, hat er so richtig angeschwollene Augen. Digga, aber ich sehe auch immer so fertig aus, wenn ich morgens aufstehe. Es gibt Menschen, die stehen morgens auf und sehen wirklich komplett im Arsch aus. Und es gibt Menschen, die, bei denen geht's voll. Ungelogen, ich brauche mindestens 4 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, dass ich erstmal so meine Augen nicht angeschwollen sind, Digga. Meine Augen sind dann auch immer so dunkel hier so. Und ich sehe so verknautscht aus. Kennt ihr, seid ihr, ist es bei euch auch so? Ja, nee, manchmal. Ja, fühle ich nice. Ich war ja früh schlafen gestern um 2 Uhr. Ich bin schon seit 11 Uhr wach. Ich gucke gerade die Viewing-Party nochmal. Was heißt nochmal? Ich gucke die Viewing-Party, Part 2. Ich muss eigentlich meine Haare schneiden. Boah, ich habe gerade gar keine Lust aufzustehen und das zu machen. Ich glaube, ich sehe mich gleich im Pool. Dann gehen wir zum Strand später. Davor noch was essen. Und dann schauen wir mal, was noch passiert. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Marek, darf ich das ab? GG zu Perform All, vielen Dank. Vielen lieben Dank, Chat. Boah, Digga, es ist so warm. Die Sonne klatscht wirklich ein zu Tode. Ich würde mal schätzen, es sind so 30 Grad oder so. Das ist unser Haus von außen, by the way. Da unten ist der Keller oder das Untergeschoss, Mittelgeschoss. Da auf mein Zimmer. Noch habe ich keinen Sonnenbrand bekommen. Bin immer noch neugierig, ob es passieren kann. Ich bin gerade noch im Hinterwelt-Meeting. Bin jetzt zum Strand, weil ich gut bin. Weil ich schlau bin, nehme ich den Ball noch mit. Und ja. Eine ganz schön. Und das ist unser Winger bei Delay Sports. Da kriege ich einfach nur die Kretze. Also wir waren mit unserem Management im Call, halt, wegen ähnliches Event, bla bla bla, Vita-Base Sponsoring und Willi. Wir werden nach Mallorca davor fliegen. Wir werden bestimmt einige von euch da treffen. Vielleicht kriegen wir irgendwas organisiert mit Vita-Welt verteilen und sonst was. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall bin ich nach Marbella auf Malle. Ich weiß gar nicht, wo das ist, bei der Villa mit den ganzen YouTubern und so. Wird es auch Vlogs geben, weil Elis 1 Million Abos breche. Und ja, deswegen seid weiterhin sehr erfreut. Ich habe euch gesagt, Sommer, YouTube. Das wird verrückt, ne? Weil es sind, das sind keine so dieses typische hier wie im Mykonos, dass da die größten Influencer Deutschlands hingehen und sich da alle irgendwie so gegenseitig, ne? Das nicht, sondern da ist es so auch, Eldos ist da, Mo ist da, so, also mir haben auch viele gesagt, das habe ich gestern schon gesagt, oh, warum sind Eldos und die da? Die haben nicht mal hohe Reichweite. Es geht bei diesem Turnier nicht um Reichweite, Reason, ja. Es geht bei diesem Turnier nicht um Reichweite, sondern es geht darum, mit den Leuten, mit denen ich gut klarkomme. Das heißt nicht die Leute, die nicht dabei im Turnier dabei sind, dass ich nicht mit denen gut klarkomme, sondern es geht einfach darum, ein cooles Event zu haben. Und da könnte auch so, das wird glaube ich sehr lustig mit denen allen da, weil das ist dann wie so ein Urlaub, weil wir sind ja da auch 4 Tage. Das Event ist an einem Tag, aber ich muss 2 Tage vorher hin, weil alles aufgebaut werden muss und ich muss gucken, wie ich das alles mache. Dann gibt es einen Teststream und sowas. Und da ist ja auch das Ding, dass dann, er ist am 8. da, ich bin vom 10. bis zum 14. da. Muss ich ein bisschen carryen. Ist halt so, weil Twitch nicht so am Start ist, wenn ich im Urlaub bin. Deswegen muss halt YouTube carryen. Und gib mir eure Moneten. Der Urlaub bezahlt sich nicht von alleine. Und der bezahlt sich auch nicht von alleine. Lass einfach ein Like da und dein Abo. Und wer bezahlt sich nicht von alleine? Weil Twitch nicht so am Start ist, wenn ich im Urlaub bin. Deswegen muss halt YouTube carryen. Und gib mir eure Moneten. Der Urlaub bezahlt sich nicht von alleine. Content bezahlt sich auch nicht von alleine. Lass Content. Einfach ein Like da und dein Abo. Und dein Sub bei Twitch. Boah, ich glaube, Sydney YouTube. Ich schätze mal Sydneys YouTube-Einnahmen diesen Monat. Also die knallen schon gut rein, seine Views, muss ich sagen. Ich gebe euch einen Call. Ich kann euch sogar relativ genau sagen, was er verdient. Weil ich glaube, wir haben ungefähr den gleichen. Wobei ich habe Gaming. Gaming wird. Wo ist denn hier Monat? Hier. Zack, zack, zack. Sagt Monat, ein Monat hier. Ja, so zwischen 5,5 und 7 Millionen. Ach so, ist ja 18 plus, stimmt. Da sind 2 Videos 18 plus, aber das ist nicht so schlimm. 18 plus, ich weiß gar nicht, ob 18 plus Videos monetarisiert werden. Das weiß ich nicht. 7 Millionen? 7 Millionen Views. Das sind so irgendwas zwischen 30 und 50.000. Nee, werden nicht. Ah, 18 plus werden nicht monetarisiert. Okay.
Also der Vanille, ja, aber der Urlaub wird auch teuer sein. Ich weiß, wie viel er in Miami ausgegeben hat. Also USA weiß ich, wie viel er ausgegeben hat. Dann das Ding wird auch teuer sein, Mabea. Erstens komplett daneben. Zweitens, 18 plus wird nicht monetarisiert. Wie soll das komplett daneben sein, aber Koray? Bei 6,5 Millionen Views. Ich hatte 9 Millionen Views. Ich hatte 9 Millionen Views den Monat. Fast fünfstellig daneben. Dann sind es halt 30. Das heißt, okay, dann sind es halt, dann der kann ja alles zwischen sein. Es war 5,7 bis 5,7. Ja, aber es werden ja auch alte Videos geklickt. Das vergesst ihr. Es gibt ja Videos, die werden nicht nur in diesem Monat geklickt, sondern auch Videos, die vor ein paar Monaten geklickt. Das ist ja, bei Vlog ist es nochmal anders. CPM, das weiß ich halt nicht. Ich hatte 9 Millionen Views und davon habe ich das ungefähr abgeschätzt. Der war sehr, sehr... Er hat 40.000 geschrieben. 40.000. Hoch oder runter, Koray? Schreib mir jetzt bei WhatsApp. Schreib mir jetzt bei WhatsApp. Ich will das jetzt wissen. Tamo, dann für dein Sam 14. Wir haben zum Beispiel den Champagner von den Veranstaltern. Viel weiter unten. Hä, Leute? Dann verkackt ihr die Werbungen. Weil Stimmung ist und weil wir die Littesten da waren. Und wir würden. Ich bin der Letzte, der wirklich. Das ist schon nicht werbefreundlich, die Vlogs. Oh mein Gott, Sydney hat kein Dings da. Sydney ist in kein Netzwerk, oder? Oh mein Gott, ist der dumm. Beschreibung: M, hi, folg mal. Oh ne, Fretter. Das ist großer Quatsch. Ja, also man sagt, es ist so ein Ammärchen, aber das dachte ich früher auch nicht. Aber wenn du in ein Netzwerk bist, dann wirst du besser, dann kriegst du angeblich mehr von einer Werbung. So, und ich habe das an meinen eigenen Leib gespürt. Das ist wirklich so. Also es ist auch viel besser. Da wird alles, dir werden voll die Kopfschmerzen abgenommen. Hier, zum Beispiel bei mir. Und du musst es angeben. Hi, folg mal. Das beschreibt richtig Sydney Friede Social Media. So, und Edi Geller Social Media. Impressum, verantwortlich, inhaltlich verantwortlich, Elias Nährlich. Athletia Sports GmbH, Richard Breitstraße, Köln. Kontakt, hello, E-Mail, Athletia. Das macht alles mein Netzwerk. Athletia ist mein Netzwerk. Ich muss doch sagen, es war die Veranstaltung gestern. Die Veranstaltung hieß Splash Party oder Champagner Spray Party. Schau mal, bei Willi. Ach, Willi hat auch kein Netzwerk. Die haben beide kein Netzwerk. Netzwerk ist auch wichtig zu haben, weil du dann ein bisschen geschützt bist. Wenn jetzt jemand Videos über Sydney machen würde aus seinem Streams, dann könnte er nicht mal was machen. Er müsste voll die Kopfschmerzen machen. Also sagen wir, wenn jetzt jemand von euch ein YouTube-Video über meinen Stream macht, kann ich ihn bannen lassen oder ich kann ihn striken lassen oder ich kriege die Einnahmen von seinem Video. Eins von diesen Sachen. Das macht alles mein Netzwerk. Das dauert nicht mal eine Stunde. Sydney müsste da voll viele Sachen machen. Also eigentlich jeder große Streamer oder YouTuber hat was. Ja, der Mann hat auch kein Netzwerk, ist dumm. Ist dumm. Nicht nur so kohletechnisch, sondern auch Schutz. So, du bist geschützt. Wir fahren ja und umsonst, haben wir auch noch bekommen. Ein Stück umsonst, der nur zum Sprühen aber. War nur zum Versprühen haben. Und ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie mit Champagner kaufen, bla bla bla, da Frauen beeindrucken will. Kuni, danke für 100 Bits. Nochmal mehr. Und Augen brennen, mein Mund schmeckt nach Scheiße, Sand klebt überall, ich bin kein Strandfan. Grill Royal. Das ist nicht das Wahre. Pool über Strand. Grill Royal, mein Freund. Tief, wenn man weiter Kuni. Tief auch, aber es wird richtig kalt hinten. Und immer schön die Jungs abchecken. Die sorgen nämlich auch. Doch, Trimax hat auch ein Netzwerk. Trimax hat ein Netzwerk. Man muss es nicht unbedingt in dieser Dings da anzahlen, aber er hat eins. Ich weiß, dass er eins hat. Wenn Leute 10.000 für eine Flasche ausgeben, bist du hier definitiv falsch. Wie gesagt, du würdest hier durchdrehen. Bilay, da geben Leute 10.000 Euro für Wodkaflaschen aus oder Alkohol oder generell Alkohol oder was? Was ist das denn? Dass die Videos nämlich gut sind, ne? Ja, seid ihr dumm? Bühne. Aber wir tanzen auf dem Parkett. Nee, genau so bleibt das drin. Fetter Minuspunkt von Strand. Ja, ja, das nervt. Fetter Minuspunkt. Oh, oh. Ah, dann muss ich drücken. Tavern hier gönnt sich. Digga, ist das ekelhaft. Rekord. Von Spritze, Spritze, Rekord. Oh Gott. Drehmütze. Zwei ja hoch. Mach das eh, Mann. Oh mein Gott, ja, nein, ich bin das hier. Ich bin nicht gut aus, ja? Yes! Rücken krass, Alter. Rücken wirklich krass. Wie sieht's hier aus in der Küche? Ja, da wo du nicht bist. Ja, für den Auftritt mit Feuerwerk etc. Musik geht aus und alles richtet sich zu den Tisch, sind glaube ich 10 Champagnerflaschen, geisteskrank. Das ist ja scheiße unnötig. Also das ist ja die größte Geldverbrennung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber wenn du, ich denke mal, das mal, also wenn das so richtig krasse Multimillionäre machen, juckt es nicht. Aber wenn es Leute machen, um auf cool zu tun und denen es dann vielleicht doch ein wenig wehtut, das ist ja das Dümmste, was ich je gesehen habe. Alles für Lampen. Ich bin in der Küche. Ja, mein Gott, Digga, da gehst du halt mal hier irgendwo rum in die Ecke.
diesmal bin Massage macht, weiß ich nicht was, und dann ist gut. Ich werde jetzt eigentlich noch meine Haare schneiden, damit ich dann einfach komplett wieder fresh bin. Es wird schon irgendwie gehen. Ich filme übrigens immer so und dann schneide ich so meine Haare. So entsteht das, nicht anders. Fertig. Ich habe gar nicht nochmal drüber geguckt, ob es alles passt. Aber passt. Ja, man sieht die Linie. Passt. Guck ich mir einfach gleich das Video an. Und es ist voll nervig, jetzt zu schneiden, weil ich mit einer Hand hochhalten muss. Dann muss ich mit der anderen Hand. Luca, Handy Thomas, AltF2, danke für die Sub. Also ich brauche drei Hände dafür eigentlich. Aber es ist auf jeden Fall besser als davor. Und das ist in der Sache. Meine Haare verstecken sowieso meinen Übergang, falls er kacke ist. Und ich rieche, dass es Essen fertig ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie dazu sagen, weil ich habe innerhalb von 10 Minuten meine Haare geschnitten. Ich verstehe es auch nicht, denke, wie er die Haare schneidet. Nee, ist okay. Meine Haare verdecken sowieso. Yes! Meine Haare haben in der Zwischenzeit sehr gezaubert. Junior und Digga, die kochen immer selbst, voll geil. Maike ist da, um Probiere zu machen. Wo ist Ali Ole? Und Jordan und Marlon sind gerade laufen. Kommen gleich wieder. Also für Cheshire, nice. Tisch gedeckt. Cool, Chat. Jetzt gebe ich euch noch ein Rezept. Ein super Getränk. So Eiswürfel sind drin und es ist so Crushed Eis. Das ist geil. So ein super Drink. Crushed Eis, super. Orangensaft, Naranja. So, und da. Coca-Cola. Das schmeckt so wie Mezzo mit, plus 10 Euro. Das ist es, Leute. Vertraut mir. Weiß das ich Ding nicht. Ist ab Orangensaft mit Cola? Weiß ich nicht, ob es das ist. Edi sagt immer Crushed Eis. Der Crushed Eis ist super, aber mit, weiß ich nicht. Welche Ferien oder sowas? Was denn? UK. Es sind irgendwelche Ferien oder so in UK. Und deswegen wird es wohl richtig, richtig voll hier. Ab morgen ist auch alles. Danke an alle Subs, Chat. Und so, also, aber so Prime ist kostenlos. Vielen Dank. Kommen wieder viele Subs rein. Beach Club. Auf jeden Fall ist es auch sowas wie Now. Wird bestimmt auch. Ey, aus Insta gucke ich mir nach dem Video an. Ich weiß schon, was kommt wahrscheinlich. Wieder was zu gucken, ne? Schön das, was ihr wollt. Hat da so mein Drink in der Hand. Sagi? Das? Cola und Orange? Yes! Weiß ich nicht. Gutes Mezzo-Mix. Exotisch. Gib jetzt meine Spezi wieder. Nicht schlecht, wirklich gut. Die Fritten-Spezi. Schau. Oh! Mistmückenstiche, guck mal, diese fetten Dinger hier haben, Alter. Holla the Red. So, wir sind wieder hier unten. Ja, mein Traum war es immer, dass ich so einen Keller hab mit Fußballtoren. Und irgendwie erinnert mich an das hier. Am Keller mit Fußballtoren. Und da gibt es andersrum. Zwei Schritte bitte. Digga, du hast Loch in die Wand gemacht, guck mal. Nein. Ja. Dann geht's hier weiter. No excuses. No excuses, sorry. Mann! Wir haben gerade 10 Stunden für diese Runde gespielt und keiner trifft. Ich will alleine kriegen. Auf zu kaputte Knie einfach. Hä, wie scheiße seid ihr? Durch die Beine. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde lang gezockt. Jetzt geht's schön kurz im Pulli. Duschi Duschi, Stranger Things. I like my beats. Red Bomb, S-Fell, Jello, Red Skin. Ja! Und da gibt's was anziehen bei. War ich gerade so Auerbach? Will Bilo den auch lernen? Zeig mal her. Also, wenn Sie sich gerade sehen würden. Ich bin nackt. Ich stehe einfach nackt. Ja. Wie groß ist Mischa? Klein. Oha! Hey! Er ist so, ich weiß gar nicht, 1,76 oder so, 1,75. Ja, er ist kleiner als sie. Die sind aber auch alle riesig. Wir gehen auch mal zur Stadt. Mal gucken, was wir machen. Wir gehen dahin ohne Plan, aber wir sind offen. Wir haben lange Hose an. Morgen wird dann wieder performt. Okay, Outfit-Checks. Stark. Stark von A bis Z. Das ist Quatsch. Hätte ich das an, hätte er mich voll gefrontet. Er sagt nur nichts, weil es Jordan ist. Richtiger Opfer. Hätte jeder andere das an, außer Jordan, hätte er was gesagt. Das ist Jordani, das ist die Schild. Egal was Jordan anhat, ist es gut. Nee, Jordan kann sowas tragen, ja. Nee, ich sag nur, egal was Jordan anhätte, egal was Jordan anhat, er würde nichts sagen. Und egal was Bilal anhat, er würde. Bilal könnte Elevate haben von Sydney mit einem Vita-Welt in der Hand. Sydney würde sagen, die sieht scheiße aus. Das ist Jordani, das ist die Shit. Es ist wirklich so. Hey, und? Oh,
Schuss? Bocker? Bocker, stark. Machen zu Hause. Ketti, Eis, Eis. Super T-Shirt, Hose, ja, super. Und Schuhe, super. Kann man machen. Kann man machen. You don't need me. You don't need me. Es, Digga. Welches Lied ist das? You don't need me. Was? Digga, so schlecht, Digga. Es hört sich einfach gar nicht so an. Eine Ameisenstraße. Digga, haben die kein Navigationsgerät? Wir laufen gegeneinander, Digga. Ja, warum wissen die eigentlich, wo die langlaufen müssen? Wegen Strom. Kleines Update zur der täglichen Obli-Obli. Sind wir so vorhin an so einer Bar vorbeigelaufen, die ist ein bisschen da vorne. Wie viele waren das? Ja, keine Ahnung. 7, 8 Frauen. Mindestens 4 von denen. 8 und höher von 10. Würde ich sagen, auf spontan. Auf jeden Fall laufen wir da so lang und die gucken so. Denken wir uns schon so, hä, was glotzen die so blöde? Auf einmal kommt so ein, hey, kommt mal. Denken. Da war so ein, drehen sie alle um. Hört sich paulanisch an. Ja, und wir denken so erstmal, hä, was? Ich gebe euch einen Call. Keine 10 von 10 dreht sich um und geht zu Typen und sagt, komm mal her. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Dann waren das keine 10 von 10. Selbst bei 8 von 10. Oder weil die denken da meistens, die wären, keine Ahnung, Beyoncés Cousine oder so. Das läuft meistens nicht so ab. Sobald ein Mädchen weiß, dass sie gut aussieht, natürlich nicht alle. Das kann man nicht pauschalisieren. Aber es gibt sehr viele, die dann sagen, es gibt bei Jungs genau das Gleiche. Die denken dann, die wären Cristiano Ronaldo, würde ich sagen. Aber wir hören mal weiter rein. Was ist los und so? Wollen die uns verarschen? Laufen wir so hin, fragen sie, ja, vielleicht was sind die eure Pläne für heute und so, bla und bla. Chili Chili. Aber in zwei Chili. Tagen. In zwei Tagen kommt dann der Boot-Trip. Kurze Unterbrechung, sorry. Sorry, weiter geht's. So, und dann natürlich gefundenes Fressen für die. 2 gegen 8 sind wir hingelaufen. Ja, ich schwöre. Big Mouth. Ohne Nischi hingegangen. Bin sowas von rot geworden. Oh mein Gott, weil die waren wirklich krass gewesen. Muss ich sagen. Aber wie zwei Macher hingegangen. Mit denen gequatscht, woher die kommen und so bla und bla. Das Blödeste war, mit wem hat man Augenkontakt? Ja, ich weiß gar nicht. Boah, ich weiß nicht, wo ich hingeguckt habe. Nischi. Deswegen. Ja, das ist die Regel. Nischi. Ich glaube, die Katze ist im Sack. Und wir haben uns connected und entscheiden. Wir haben ein Date. Mal gucken, ob wir genug Platz haben für die. Wer weiß. Sind wir schon wieder hier geendet? Mann. Wie lange ist das true? Warst du dabei? Hat eine 10 von 10 zu Marlon und Sydney gesagt, komm mal her? Yes, das ist true, Leute. Eine 10 von 10, dann sind's Macher. Wenn eine 10 von 10 dich herruft und sagt, komm ihr beide mal her, dann sind's Macher. Danke nochmal für alle. Burrata. Es ist dunkel, aber hier ist ein Abonnent. Ey, du bist der Beste. Hier ist es hier. Hier ist super, aber deine Vlogs sind nochmal was Doppeltes. Also, der erste Abonnent, der meiner Empfehlung nachgegangen ist, war direkt verblüfft. Also Voodoo, wirklich, wir sind jetzt zum dritten Mal gewesen. Das ist schon sehr untypisch, aber es überzeugt mich einfach so doll. Essen und Vibes und da sind ordentlich nicht nur Vibes, sondern auch Viber. Von daher ist es eine super Mischung und gute Musik. Wir haben chillen. Vielleicht kommen noch die 8 Mädchen von davor zu uns. Ja, mal schauen. Kevin, danke für das. Kev, danke für das. Aber kein Alkohol. Kein Alkohol. Du lässt schlafst bei mir? Du lässt eh nicht. Dein Bett hat keine Dings da, keine Ritze. Ich schlafe heute entweder, ich tausche heute in meiner Bett. Du hast eine Ritze. Warum? Nee, hey, ich auch zu dritt. Basit heute. Halbes Jahr, dann brauchst du wieder eine neue. Ich bin raus, lass mich in Ruhe. Ja, ich bin alleine in meinem Bett, Digga. Komm in die Mitte. Nein, hier in die Mitte. Wir sitzen hier rum und freuen uns, dass wieder gebannt wurde. Wir sind einfach hier, um uns zu nerven. Und wollen gebannt werden. Ich liebe dich trotzdem, Bro. Vicky hat uns gerade kontaktiert, dass wir zusammen Alien haben sollen. Vicky hat Timeout, ich hab fast Timeout. Der ist schon weg vom Fenster. Das war ein Spielfehler. Warum spürst du nicht mehr? Oh, jetzt ist er rausgeflogen. Jetzt gibt's Timeout. Ich kann nur 10 Minuten Timeout. Und was timeoutet ihm Marlon jetzt bitte mal 24 Stunden?
Was war mit dem Block? Digga, da sind so viele Timeouts und Banne geflogen an dem Tag, wirklich. Ich hab Bilal gebannt. Ich hab Isa war das der? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, bei mir sind so viele Streamer mittlerweile gebannt, die können gar nicht mehr reinschreiben bei mir. Ach ja, da war ich echt gebrochen. Halt morgen geht's wieder in 1-0 Morata. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich glaube, Nick kommt auch. Nick Woltemade. Ja, also sehen wir wieder ein paar Kumpels. Oliver, danke für dein Prime. Lass gerne ein Like da. Lass ein Abo da. Viel Spaß beim Vlog morgen. Und der letzte Vlog wurde wieder auf 18 plus gestuft. Danke dafür, YouTube. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du nicht.